Hallo, mein Lieben. Ich hoffe, es geht euch soweit gut und ihr seid alle gesund. Heute möchte ich mit euch das Thema, wie reinige ich meinen Backofen am umweltfreundlichsten und am schnellsten durchgehen. Es ist ja immer das Problem, dass im Backofen in Seitenwänden hängen bleiben, das heißt also Fettspritzer, Essensreste, und diese wollen wir weghaben. Da Verkrustungen immer wieder beim neuen Anheizen mit verbrennen. Das heißt, es riecht dann auch nicht so gut und es sieht auch nicht schön aus. Wenn wir die Tür aufmachen, dann sehen wir schon das erste Problem. Das ist nämlich die Tür selbst. Das heißt, diese steht uns da ein wenig im Weg, wenn wir jetzt reinigen wollen. Wir kommen nicht so gut da dran, können uns nicht ausreichend bewegen. Also ist es das Beste, wir bauen die Tür aus. Dafür haben wir an den Seiten Sicherungsklammern. Wie ihr hier sehen könnt, das ist bei diesem Modell zumindest mal der Fall. Hier handelt es sich um einen Bosch HBG 632 TS1. Das heißt, diese Klammern müssen umgestellt werden, wie ihr hier seht. Wenn die Klammer unten ist, geht die Tür nicht raus. Das soll ja auch nicht passieren. Nicht, dass das aus Versehen auf einmal geschieht. Das heißt also hier einfach die Klammer umstellen, damit wir die Tür dann ausbauen können. Wir stellen die Klammer im hinteren Bereich nach oben. Und das Gleiche machen wir dann auf der anderen Seite auch. Sonst klappt das nämlich nicht. Einfach nach oben. Und dann können wir die Tür vorsichtig nach oben, nach vorne ziehen. Und kriegen die Tür dann raus. Aber wir müssen aufpassen, da die Scharniere unter Spannung stehen. Das heißt, wenn wir die jetzt so rausziehen und dann schlagen die zurück nach oben, und das sollte nicht passieren. Deswegen stellen wir jetzt die Sicherung wieder nach unten. Wie ihr hier seht, einfach im hinteren Bereich runterdrücken. Ihr werdet gleich sehen, dass das zum Effekt hat, dass die Scharniere nicht direkt wieder zurückschlagen. Dann ziehen wir die Tür langsam nach oben und raus. Jetzt habt ihr festgestellt, dass das Scharnier auf seiner Stellung bleibt. Dann könnt ihr die Tür schön beiseite stellen. Und jetzt haben wir wunderbare Möglichkeiten, unseren Backofen zu reinigen. Wir sind nah dran, kommen an alle Stellen, können auch alles gut ausbauen. Und das ist schon mal sehr wichtig. Jetzt haben wir die Vorbereitung soweit fertig. Sprich, jetzt können wir hingehen und können den Innenbereich ausbauen. In dem Fall ist es so, dass diese Elemente einfach nur mit Stiften reingesetzt sind in diese Ösen. Das seht ihr jetzt auch noch mal auf dem Bild. Hier müssen wir einfach nur hingehen, einmal anheben. Das heißt, hier vorne wird nach oben gedrückt und rausgenommen, und im hinteren Bereich ist das Ganze seitlich. Einfach einmal nach hinten ziehen, also zu dir hin, und dann rausnehmen. Und schon haben wir da Freiheit, dass wir reinigen können. Zum Reinigen nehmen wir erstmal ein trockenes Küchentuch und holen die groben Verschmutzungen raus. Das heißt also, was jetzt so an Krümeln da drin ist, entfernen. Das heißt also, erstmal gehe ich jetzt mit einem nassen Schwammtuch durch, dass das Ganze ein wenig angefeuchtet ist. Und dann habe ich jetzt hier ein wenig von dem Reinigungsstein, von dem Universalstein drauf gemacht und gehe damit einfach über die Seitenwände.
Da braucht ihr gar nicht groß drücken. Das reicht, wenn man da leicht drüber geht. Dann lasst ihr das Ganze ein bisschen einweichen. So ein paar Minuten. In der Zeit kann man unten schon mal drüber gehen. Ihr braucht mit dem Topfreiniger keine Angst zu haben, also ihr verkratzt das Emaille damit nicht. Also ich mache das jedes Mal und ihr seht ja, mein Backofen sieht noch so gut wie neu aus. Und das nach knapp 6 Jahren. Also wie gesagt, einfach drüber gehen, nicht groß drücken, das braucht man nicht, habe ich ja gesagt. Einfach drüber gehen, leicht drüber gehen, das reicht. Lasst das erstmal ein bisschen einweichen und dann geht ihr mit dem Edelstahl-Topfreiniger leicht drüber. Das reicht, ihr braucht euch da nicht zu quälen. Einfach leicht drüber gehen und dann gehen die Verkrustungen eigentlich ab. Habt ihr da stärkere Verkrustungen drin, dann wiederholt den Vorgang einfach. Also wenn ihr da 2-3 Mal das einweichen lasst und das regelmäßig macht, bekommt ihr eure Verkrustungen weg und der Backofen sollte wieder so gut wie neu aussehen. Ja. Also wie gesagt, einfach kreisende Bewegung. Und dann mit eurem Schwammtuch dann nochmal nach klarem Wasser nochmal nachwischen. Und dann seht ihr, der Backofen ist wieder sauber. Den Seiten genau das gleiche. Schön mit klarem Wasser nochmal nachwischen. Schön nochmal drüber gehen. Und dann sind die Verkrustungen eigentlich auch weg. Sollten noch welche sein, hatte ich ja gesagt, dann einfach wiederholen, nochmal drüber gehen und dann sieht das Ganze auch wieder schön aus. So, das macht ihr jetzt auf beiden Seiten. Wenn das dann so fertig ist, dann gehen wir einfach mit einem trockenen Küchentuch nochmal drüber und trocknen das alles schön ab. Vergesst auf keinen Fall die Dichtung. Das ist ganz wichtig, dass ihr da auch drüber geht. Da könnt ihr das Schwammtuch nehmen, faltet das ein kleines bisschen zusammen und geht in die Kante rein und zieht das dann runter. Und ihr werdet sehen, gerade im unteren Bereich ist da schon einiges, was sich da mit der Zeit ansammelt. Und das wollen wir ja auch sauber haben. Also gehen wir mit dem Tuch, mit der Kante gerade da unten rein und wischen das da auch raus. Ihr könnt natürlich die Dichtung auch rausnehmen. Ich mache das jetzt nicht. Das ist nicht notwendig. Aber wenn sie jetzt halt sehr dreckig ist, dann nimmt sie raus und reinigt sie im Spülbecken. Das ist dann einfacher als jetzt hier rumzuschrubben. Aber wenn ihr nur so ein bisschen was drin habt, reicht das, wenn ihr da so drüber geht. Und dann ist die auch gleich wieder sauber. Dann kann man das auch gerade ein bisschen trocken rüben. Und dann würde ich sagen, gehen wir an den hinteren Teil. Der hintere Teil ist mit Sternkopfschrauben befestigt. Das heißt, ihr braucht einen Bit wie diesen hier. Und einen Akkuschrauber oder ihr nehmt einen Schraubenzieher, wie ihr das möchtet. So, dann einfach die Schrauben lösen.
dann könnt ihr die Platte rausnehmen. Ihr werdet jetzt sehen, dass ich hier genauso wie auch im Backofen selbst das Ganze mit diesem Edelstahl-Topfreiniger mache. Und es gibt keine Kratzer. Einfach wieder eintunken in den Universalstein und dann damit drüber gehen. Ihr reinigt die Blende hinten genauso, wie ihr den Backofen eben auch gereinigt habt. Gar nicht anders. Leicht drüber gehen. In kreiselnden Bewegungen. Und wenn ihr irgendwo seht, dass härtere und kräftigere Verkrustungen dran sind, dann einfach nochmal drüber gehen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. So, das, wenn ihr fertig seid, einfach nochmal abspülen. Und mit dem Schwammtuch drüber gehen. Und die Abdeckung ist sauber. Dann noch trocken reiben. Und wie ihr seht, das Ergebnis ist wunderbar. Es sind keine Kratzer drin. Es ist alles sauber. Dann können wir die Abdeckung wieder einbauen. So, dann nehmen wir wieder unseren und dann sind wir fertig mit der Rückwand. Jetzt müssen unsere Elemente wieder rein. In dem Fall hatte ich ja schon erzählt, mit den Spitzen. Die ihr da habt, geht ihr hinten erst rein und das wird nach hinten geschoben und dann in den vorderen Teil oben rein und nach unten drücken und schon ist das Element drin und funktioniert. So, das Ganze auf beiden Seiten und dann ist der Backofen wieder fast einsatzbereit. Was jetzt noch fehlt, ist die Tür. Um etwaigen Beschädigungen vorzubeugen, decke ich die Arbeitsplatte ab. Und sind wir sicher, dass es keine Kratzer auf der Arbeitsplatte gibt und auch keine Beschädigung an der Tür. Die Kante vom Becken decke ich ein bisschen mehr ab, dass sie ein bisschen gepolstert ist. Da kann dann nichts passieren. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Legen wir die Tür drauf. Schön vorsichtig. So, um die Tür auseinanderzubauen, benötigen wir einen Schlitzschrauben. Dreher. Das ist hier an der Seite eine Schraube, die aufgemacht werden muss. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir genau das gleiche.
Auf der oberen Seite haben wir zwei Stellen, die wir zusammendrücken können. Und dann können wir die Blende oben und raus abziehen. So, dieses Teil können wir schon mal zur Seite legen. Und dann haben wir die erste Scheibe schon frei. Das heißt, wir müssen nur noch nach oben. Und dann sind wir jetzt hier bei der äußeren Scheibe angekommen und können diese schon mal reinigen. Auch hier nehme ich den Reinigungsstein. Einfach drüber gehen, auch die Kanten, da sich da immer mal was absetzt. Bei dem Edelstahl-Topfreiniger passt bitte auf, es ziehen sich immer mal wieder so Fäden da rein. Diese sind sehr scharfkantig, das heißt also nicht versuchen, diese wegzureißen, das funktioniert nicht. Da habt ihr euch eher nämlich dann in den Finger geschnitten. Einfach so lassen, einfach ein bisschen rechts und links dann, dass die Rillen auch frei werden. Wenn das alles fertig ist, machen wir wieder genau das gleiche. Klares Wasser, abspülen und fertig. Ihr könntet jetzt die Tür auch hier rüber hochkant stellen, das würde ich nicht machen. Nicht, dass die abrutscht und dann geht sie doch noch kaputt. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr wieder das trockene Tuch, reibt den Bereich wieder schön trocken und da ist die erste Scheibe schon mal sauber. Aber da folgen jetzt noch zwei. Jetzt können wir die mal drehen, vorsichtig. Und können auch hier nochmal drüber gehen, im Außenbereich. Jetzt haben wir die hier schön vor uns liegen. Da ist das ja noch wesentlich einfacher. Da kommen wir nämlich auch schön in die Rillen rein, wenn da irgendwo was ist, was uns nicht gefällt. Da kann man auch noch mal schön drüber gehen. Und wie gesagt, der Universalstein heißt der Universalstein, weil man ihn überall schön einsetzen kann. Aber seht halt zu, dass immer Wasser auch dabei ist. Nicht trocken drüber gehen, sondern immer schön. Der Edelstahl wollen wir ein bisschen feucht halten. Und dann kriegen wir nämlich auch Edelstahl schön sauber. Den Edelstahlgriff kriegen wir schön sauber. Und das Emblem. Alles, was halt so mit Edelstahl auch zu tun hat, sieht dann wieder aus wie neu. Und auch hier wieder genau das gleiche. Der Vorgang wiederholt sich immer wieder. Schön mit klarem Wasser wieder wegwischen. Jetzt habe ich ein bisschen Wasser unten ins Becken reingemacht. Damit mir nicht hier so viel Wasser verschwinden. Den Reinigungsstein kann ich euch im Text verlinken. Da könnt ihr euch den bestellen. Also gleich vorneweg, da habe ich nichts von, da verdiene ich nichts dran. Ich habe mit dem Hersteller nichts zu tun, das ist nur ein Beispiel. Ihr könnt auch gerne irgendwo bei jemand anderem bestellen, das ist alles kein Thema. Die sind eigentlich alle, soweit ich jetzt gehört habe, gut. Jetzt werden wir das Ganze wieder schön trocken machen und dann kann die Tür erstmal zur Seite gestellt werden. Auch vorsichtig, dass die nicht umfällt. So, dann nehmen wir die Doppelverglasung und schauen uns das Ganze mal an, inwiefern die jetzt verschmutzt ist. Dann gehen wir dann auch gerade mal drüber und auch wieder mit klarem Wasser. Nachwischen.
Und dann ist diese Seite sauber. Dann drehen wir das Ganze um. Die andere Seite. Wieder ein bisschen feucht machen. Ein bisschen Reinigungsstein drauf. Klares Wasser. Einmal drüber. Schön auswaschen. Trocken drücken. Und dann gehen wir nochmal drüber. Und dann ist auch diese Seite sauber. Nochmal schön trocken machen. Und schon sieht das Ganze wieder aus wie neu. Dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Dann kommt der Rahmen wieder drauf. Der war ja rechts und links unten eingeklipst. Das machen wir wieder genauso. Rechts rein, links rein. Dann kommen oben die Schrauben wieder drauf. Wieder drauf und dann kommt wieder das Glaselement drauf. Auch wieder in diese Einbuchtung mit rein. Fertig, dann machen wir jetzt die um die Tür jetzt wieder einzubauen, müssen wir die Scharniere nach hinten setzen. Ich habe euch ja erklärt, dass man dafür die Sicherung nach oben klappt und dann bleibt das Scharnier eigentlich stehen. Jetzt können wir die Tür nehmen und setzen diese auf das Scharnier. Einfach in die Einführung reinschieben. So, jetzt sind beide Seiten drin. Wenn ich jetzt zumachen will, sehe ich, dass die Tür nicht zugeht. Dass die Tür nicht richtig reingeht, liegt an den Sicherungen. Diese müssen wir jetzt wieder umklappen. Das heißt, hier in diesem Fall einfach nach unten, dann ist die Tür fest. Hier seht ihr, geht die Tür noch raus. Dann klappen wir die auch nach unten. Und jetzt geht die Tür zu und das Licht geht aus. Nochmal kurz probieren. Jawohl, funktioniert. Licht geht aus. Somit sind wir fertig und jetzt ist der Backofen einsatzbereit. Jetzt können wir nochmal überprüfen. Und wenn wir nach oben ziehen, die Tür sitzt fest da drin. Das soll es dann gewesen sein mit dem Thema Backofenreinigung. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir, die ich von Zeit zu Zeit mal wieder einstelle. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.